Sie haben schon die Chancenverwertung angesprochen. Ist das noch ein Thema, was Sie jetzt auch in der Vorbereitung angehen? Also ich hoffe, dass das Trainerteam das angeht, dass wir das in Zukunft besser machen. Ja, hatten schon ein paar Dinger gehabt, paar aussichtsreiche Situationen gehabt. Ich erinnere mich an die Chance von Hauptmann oder auch von Menzel, wo wir einfach die Tore machen müssen. Ne? Dann hast du vielleicht ein klares Ergebnis. Auch dann sagst du aber, es ist Luft nach oben. Von daher gesehen, es ist ein Testspiel, es ist ein guter Test heute für uns gewesen. Die Jungs haben zum ersten Mal 90 Minuten gehen müssen und ja, darauf können wir aufbauen. Was braucht die Mannschaft denn noch, um dieses Jahr das große Ziel zu erreichen? Das große Ziel. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir Ziele ausgegeben haben, aber ja, wir müssen in unseren Aktionen einfach souveräner werden. Ne? Unsere Fehler so ein bisschen abstellen, nach vorne effektiver werden und natürlich uns eine gewisse Sicherheit innerhalb der Mannschaft auch durch das System dann auch geben. Ja? Und wenn dann so die Abläufe einfach passen, dann kommt auch die Sicherheit dann automatisch dazu. Und da sind wir zur Hälfte der Vorbereitung jetzt noch und da werden wir uns auch noch steigern, da bin ich sicher. Die Dynamo-Fans wollen natürlich auch wissen, ob es noch weitere Verstärkungen auf dem Transfermarkt gibt. Ja, also wir beobachten weiter den Markt. Wir haben ja gestern mit Philipp Heise dann noch einen linken Außenverteidiger gestern verpflichtet. Und natürlich werden wir den Markt weiter beobachten und wir werden uns sicherlich nicht vor Qualität verschließen. Das steht fest. Heute waren mehr als 1000 Zuschauer hier. Wie haben Sie es erlebt in Finsterwalde? Ja, es ist egal, wo ich jetzt bei den Testspielen dabei war. Ob wir jetzt in den Osten fahren eine Stunde, in den Westen fahren, in den Norden eine Stunde fahren. Überall sehe ich schwarz-gelbe Trikots. Es ist schon Wahnsinn, wie viele Leute Dynamo im Herz tragen und für mich eine neue Situation, aber ja, sensationell, ja.